God Forsake habe ich schon mal gespielt. I'm so excited. Vielleicht gewinne ich mal ein Spiel. Aber bisher muss ich sagen, von meinem Massive Brokers, Rico und Summerun sind eigentlich wieder dabei. Ich bin richtig scheiße mit Mercury. Ich habe auch Summerun und Rico. Marun? Vanitas. meine Frage, dieses Asi, wem bringt das was? Das ist, Bonossen und Frayers dieser Welt. Ist das Klasse. Das mit dem Lifesteal? Ja. Das ist ein nicht so... Item für zwei Götter. Das soll Lanken hier haben. Ich will den Angriffsbuff nicht. Das ist nicht dafür gedacht, dass man Physical und Magical Lifesteal hat. Das ist so gedacht, dass man entweder den Physical oder den Magical Lifesteal hat. Die wollten halt für beides ein Item machen und dann haben sie eins gemacht, wo beides dabei ist. Aha. Ist ein Fanmade-Item, oder? Kann sein, ja. Wollen wir Event... Alles. Oder vielleicht doch Thanatos? Ich finde Loki müsste zuerst sterben. Thanatos ist schon tot. War ja gar nicht so schlecht, mein Spin gerade. Ich habe diesmal gar keinen Blink am Anfang gekauft. Das ist schlecht. Ja. Warte ich noch die 200 Gold und dann kommt's eben. Oh, Ares. Boah, ich war zu schnell. Ja. Was dann? Schleicht um die Ecken und will ulten. Ach so, die haben auch einen Ares. Dann ulte ich dagegen. Boah, könnte ich auch machen. Oh, ich hoffe mal, er ultet nicht in der Zeit, wo ich ohne Beats dastehe. Oh, wie nervig. Du bist schwer oben, Vanitas. Ich bin was? Out of Mana. Nein, ich hab... Nee, stimmt gar nicht. Wer ist denn ohne Out of Mana gewesen? Hä? Keine Ahnung, was du meinst. Und was der Gegner? Was du redest. Ich war verwirrt, ja? Und warum tanke ich die? Ich kauf mir Beats. Entweder weniger, mehr oder andere Drogen, bitte. Ja, ich kauf mir Beats. Hier wäre ein Buff, wo ein Minion fehlt, ein Vieh. Ach, ihr sterbt da lieber. Ja. Oh. Rico, tankst du die oder tank ich die gerade? Ich? Im Schaden. Irgendwie. Aber ich will keinen Schaden mehr nehmen. Ja, sonst tötet dich Ares Ulti, ohne dass sie dich ranpult. Ich glaube, Anubis will, dass du ultest, Rico. Ja, meine ist auch. Ah. Wenn genug Leute da stehen, mache ich das gerne. Ah, Zika, na klar. Ich würde jetzt einfach mal sagen, der Ulti von Gegner Ares war jetzt völlig für den Arsch. Boah, einfach geultet. Boah, 204! Halleluja! Hilfe! Achso, die sind nicht im TF, scheiße. Ja, ich sterbe gerne im blöden Tornado. Boah, mit 3 überlebt. Na, dann ist ja nur Anubis für dich draufgegangen. Ja, ja, nee, Thanatos hat dich gekillt. Toll. Finde ich jetzt eher suboptimal, aber okay. Hm. Wo ist denn Daniel? Off. Ich glaube, er wollte sich eigentlich nur was zu trinken holen.
Die machen einen Angriffsbuff, Loki hat einen Angriffsbuff. Ares versteckt sich, der will reinblinken und ulten, ist hinter dem linken Tower. Soll er doch. Ich glaube kaum, dass der ulte Thanatos ist nicht dabei. Da liegt übrigens ein Mana-Buff für den, der will. So ein Penner. Dich erwischen. I have slain an enemy. Again. Oh, den wollte ich haben. Killstil. Lass mein Warrior in Ruhe. Hier liegt jetzt gleich ein Angriffsbuff für den Level. Für mich. Links liegt ein Angriffsbuff, auch wenn er wieder nicht auf der Karte steht. Ah, aber mit jetzt sind rein. Mit 10 HP überlebt. Wie gesagt, links liegt ein Angriffsbuff, der nicht auf der Karte markiert ist. Okay. Naja, ich werde jetzt den Ares überholen, was Ultis angeht, weil er keinen Cooldown Reduction hat. Jawohl. Huch, was machst du denn da hinten? Ich weiß es nicht, ich bin auf der falschen Seite rausgekommen. Ich schleudere ihn einfach nur weg. Oh, so ein... Hä? Affe ist tot. Dieser scheiß Thanatos. Wenn der nicht gewesen wäre, hätte ich einen Double Kill gemacht. Weil er meinen Blink genau im richtigen Moment blockiert hat. Leute, Leute, oh mein Gott. Ja, ist alles gut. Wie macht er mir keinen Schaden? Was wahrscheinlich an Voidblade liegen dürfte. 408! Ich bin Pro! Machen links Speedbuff. Agni versucht zu klauen. Ups. Ares will ulten, ist wahrscheinlich. Ich hab wieder einen Kill. Nein! Wir müssen hier, glaube ich, mal weg. Ja. Aber ich bin gerade wieder da. Ich brauche nämlich dringend mehr Crits auf meiner 1. Kann ich damit nämlich jetzt auch endlich mal sehr aktiv harassen. Das ist etwas, was mir... Ach, oh, ich muss meine Beats mal benutzen. Ach. Ach, genau. Ach. Ah, ah. Scheiße, daneben. Das
das auch hin. Geilster Ares Ult ever. Was ist mit dem Essen, Schatz? Hat sich gelohnt, finde ich. Ja, ich bin da auch. Allein die Genugtuung. Wer kommt da noch? Okay, man merkt, dass ein paar Fragen hier. Hatte der Ares gerade einfach so seine Beats aktiviert? Weiß ich nicht. Oh Gott. Dich wollen wir hier nicht. Lunden, nee, Rico, ich verabschiede mich leider von dir. Ja, ja, ist okay. Ich wollte sie nur aufhalten, dass sie nicht zu euch gerannt kommen. Ah, ja, nun ist man auf einmal alleine. Ah, fuck it. Da hätte ich mit hingehen müssen, der konnte nicht an, dass ich einfach weggehe. Was ich auch ein bisschen doof finde, jetzt gibt's zwei Physical Protection Items, die Cooldown Reduction geben und kein einziges Magic. Du hast da keinen bei dir und wir müssten die Minions aufhalten. Das heißt, ihr seid zu viert der Dritt für die Minion. Ihr... Gut, aber deine Ulti hat trotzdem keinen Sinn gemacht. Doch, ich habe Augen gehauen. Oh, gut. Dann hat er ja jetzt hoffentlich Kopfweh. Ach, dieser Scheißaffe immer mit seiner Ulti. Ach, da ist noch ein Loki. Wo ist ein Loki? Hat mich Weiß ich jetzt nicht, wo der ist. Ach, da ist er. Ha! Geil, gewonnen. Ah, den kriege ich nicht mehr. Oh. Ja, Thanatos. Spitzenidee gegen mich im Zweikampf. Und? Most Loki? Hast du wieder deins? Natürlich ultet der Affe. Habt ihr den Affen? Nee, aber ich habe jemand anderen tot gehauen. Oh, fuck it. Ich darf nicht sterben. Nein! Wenn du gegen ihn kämpfst, stirbst du ganz sicher. Ich kam nicht mehr weg. Außerdem hätte ich früher gegen ihn gekämpft, hätte es eventuell sogar gereicht. Hast du aber nicht. Ich weiß. Meine perfekte Statistik. Oh, Ares. Das ist ja sehr sinnvoll gewesen. Links liegt ein Mana-Buff, diesmal sogar auf der Karte eingezeichnet. Na dann, ach, dann nimm du ihn. Loki wird unsichtbar gleich dahin kommen, von hinten irgendwo. Nicht nötig. Wow. Wie squishy bist du denn? Das ist eine echte Frage. Ah. Oh, ich ulte auf Flucht wegen manchmal einfach zu schnell, dass ich kaum Distanz zurücklege. Ach. Oh, Minions. Minions. Komplette Wave rein. Schade, Thanatos, wenn irgendwo runterkommt, dann so. Mm. So, rechts liegen Buffs für die, die wollen. Oh, fuck it. Shit.
dann probieren wir mal was aus, was... Und wo will ich das ausprobieren? Probieren wir es aus. YOLO. Ja, nee, eigentlich... Eigentlich ja nicht YOLO. Hier kommt was! Ja, okay, hier an der Leine. Danke. Wollt ihr jetzt wirklich da weiterkämpfen gegen 4 Neugespawnte? Glaub eher nicht. Ja, unser dicker Minion steht in der Mitte rum. Oh, Agni! Und auf einmal sah ich, dass Agni Probleme hat. Ein Minion drin, 2, 3, 4. Das gab nochmal einige Punkte für uns gerade. Oh, ich könnte gewinnen. Ich habe ein Hörnchen. Ja, mein First Win heute. Ach, Manu. Hey, over there. Ah ja. Okay. Oh. Ach shit, diese scheiß Minions! Ich musste weglaufen. Ach. Ich bin tot. Ach du Scheiße, Fall, was ist denn jetzt da los? In dem Fall hätte ich mit Combat Blink einen Kill gemacht. Thanatos gibt uns aber ein paar einfache Kills. Thanatos hat Beats unter Aegis. Der hat sich schon von mir ranziehen lassen. Tja. Wow, einfach ein 1030er Crit. Kranker Scheiß. War das ein Verzweiflungs-Ulti? Ich hab keine Ahnung, wir haben einen Ares und der macht sowas. Wir brauchen 25 Punkte, Ulti los! 15. Achso. So ho! Oh, Arena, in 3 Minuten. Oh fuck it! Hä? Nein, Thanatos hat mich instant gekillt. User joined your channel. Thanatos, du hast schon mal gegen mich gekämpft. Weißt du noch, wie das aussieht? Zwei Punkte noch. Shit. Zwei dicke Minions. Das ist einer. Jawoll! Ich habe mit Mercury gewonnen und 12-4-19! Alter Falter! Dafür, dass du ein perfektes Spiel haben wolltest, ist 4 aber echt schlecht. Ich weiß. First win of the day, first win of Mercury. Sollte man mir aus Mitleid 500 Favor für geben. Locker, gleich auf Gottrank 10. Gleich einfach auf 10. Und den Gold bzw. Legendary Skin geschenkt.
Was übrigens im Gegensatz zum ersten Arena-Match auch auffällt, ist, dass mein Player-Damage diesmal fünfstellig ist. Und zwar grundsolide fünfstellig, anstatt wie vorher vierstellig. Also wahrscheinlich doch ein bisschen was in meiner Dummheit gelernt zu haben bis hierhin. Muss nur noch für das Conquest... Ist ein Gerücht. Das ist ein Gerücht. Für Conquest meine Map-Awareness verbessern, beziehungsweise wissen, wann man mit Mercury reingeht, wann man es lässt, wie gut die 2 ist und so weiter, habe ich noch nicht so das beste Gefühl für. Aber wir nähern uns, wir nähern uns. Der erste Sieg ist da. Der erste Sieg, wow. Gucken wir mal nach, wie viele Worshipper ich schon habe jetzt. Boah, 16, nur noch 84. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, ciao.